Ja, jetzt haben wir es auch auf die Fähre geschafft, nach Kristiansand. Auch wieder nicht ganz unproblematisch gewesen. Aber nach gestern dann noch schön auf dem Campingplatz gewesen, noch gut gehen lassen. Und sind dann heute Morgen hingefahren, schön beim Check-in, Ticket vorgelegt. Fühlte mich einer und meinte so, ja Leute, aber das ist das von gestern, ne? Also hättet ihr gestern fahren müssen. Und super, okay. Das heißt, sie haben uns im Prinzip ein Ticket verkauft um 17 Uhr für den gleichen Tag um 10 Uhr in der Früh. Ja. Okay, ging halt so ein bisschen hin und her. Aber sie meinte, sie schaut dann mal und stellte sich raus, es sind keine Plätze mehr frei in unserer gebuchten Kategorie. Und ja, blieb jetzt dem Unternehmen wohl nichts anderes übrig, als uns die geile Komfortzone anzubieten. Schön mit Tisch und hier ganz im Ruhebereich, ja, so wie es halt sein muss. Manchmal muss man auch einfach Glück haben. Norwegen. Das erste Etappenziel ist erreicht. Und was hätte besser sein können, als die erste Nacht am schönen Flekkefjord zu verbringen? Naja, wenn es denn tatsächlich auch der Flekkefjord gewesen wäre, denn dieser verbarg sich hinter dem nächsten Berg und wir saßen an einem See. Aber hey, atemberaubend war es so oder so. Bevor es dann für uns weiter ins Landesinnere ging, musste noch ein Stopp in Stavanger sein. Denn an Stavanger fährt man nicht vorbei. Ein letztes Mal für die kommenden Tage konnten wir die Vorzüge der Zivilisation kosten. Futter und Bier. You know I've been barely sleeping. Can't tell if my heart still beating. Freundschaftsbänder. Wir machen uns jetzt 4 Freundschaftsarmbändchen für jeden eins. Hier ist das Laser, geil. Während der Fahrt auf der Panoramastraße E134 überschlug sich die am Fenster vorbeiziehende, mit Wasserfällen gepflasterte Landschaft nur so. Die nordische Göttin Gefjon, die Göttin des Glücks, war uns hold, denn sie führte uns direkt zu einem idyllisch auf einer Hochebene gelegenen Campingplatz mit weitem Blick über den Fjord.